Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute zu dem Thema Silber 30, Dollar im November und Goldaktien. Disclaimer. Silber 30 im November 2021. Ja, ich halte mich an erfolgreiche Statisten. Und einer, der die letzte Zeit recht hatte und es meiner Meinung nach sehr plausibel rüberbringt, sagt, und nicht nur er, dass es zumindest bis zum 3. November bei Silber noch seitwärts geht und ab dem 3.11., wie hier auch dargestellt ist, möglicherweise zu einem massiven Ausbruch kommen dürfte, der im November dann zu Silber 30 Dollar führen könnte. Finde ich sehr plausibel, aber das müssen wir abwarten. Aber ich wollte Sie auf alle Fälle darüber informieren, dass sowas in der Art ansteht. Das hat ja natürlich dann Implikationen für Goldaktien. Ich hatte in den vergangenen Videos ja gesagt, dass gerade der Silberpreis und Goldaktien sehr, sehr korrelieren. Das hängt eben einfach da zusammen, dass die Silberelemente in den Goldaktien, die bislang dann nicht so bewertet werden, mit einmal stärker bewertet sind und dementsprechend es zu Preisexplosionen kommen kann im Zuge des Silberpreisanstieges. Ja, hier nochmal Zusammenfassung. Silberpreisentwicklung 2021, 2022, 2023. Ja, hatte ich gesagt, Silberausbruch steht in den nächsten Tagen möglicherweise bevor. Silber erreicht dann im November 2021 ungefähr 30 Dollar. Und derselbe Statist sagt auch, Silber steigt bis März 2022. Ja, er sagt 49. Ich nehme, sage ich mal, ein Sammelsurium von verschiedenen Statisten. Der eine sagt 38, der andere 55. Also lege ich mich auf einem Band oder ich vermute ein Band, Preisband im März 2022 von 40 bis 50 Dollar. Nach dieser Silberpreisspitze ist allerdings ein Rückgang in den Bereich 25 bis 30 Dollar möglich, möglicherweise zusammen mit einem finalen Einbruch des generellen Aktienmarktes. Wir werden es sehen. Wichtig ist für wir zu wissen, wenn wir in dem Bereich 40 bis 50 Dollar ist, ist die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur hoch. Und das ist ja, wie Sie sich denken können, für Goldaktien ziemlich negativ. Aber in der Phase sind wir natürlich nicht. Wir sind eben vor diesem Preisband. Wenn wir da sind, sieht die Welt vermutlich für Goldaktien anders aus. Ja, danach ist bis Ende 2022, 2023 ein Einstieg im Bereich von 80 bis 100 Dollar möglich. Das ist aber eher so meine Einschätzung. Der Statist sagt, dass es mehr oder weniger anderthalb Jahre, denn es sinkt, dann seitwärts geht. Das ist eigentlich, kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, klar, es kann zurückgehen aufgrund des allgemeinen Börseneinbruchs möglicherweise. Aber ist es wirklich die Frage, ob man dann noch Silber zu kaufen kriegt, ob es gewaltige Aufschläge gibt, wie auch immer. Ich denke eher, vielleicht macht dann 3, 6 Monate Pause und dann setzt Silber Ende 2022 Richtung 80 oder 2023 irgendwo, da werden wir vermutlich 80 bis Dollar, 80 bis 100 Dollar sehen. Also das ist ja, sage ich mal, auch so eine magische Preisgrenze. Der CEO von First Majestic hat das ja auch vorhergesagt. Keith Newmyer und wie gesagt, Silber, das Attraktive ist ja, dass wir wirklich keinen besonderen Inflationsschub eigentlich auch brauchen, um dahin zu kommen. Das unterstützt das natürlich. Aber es ist einfach so, Silber wird immer mehr verbraucht. Es gibt kaum noch nicht geförderte, kaum noch nicht geförderte Silberbestände. Also Sie wissen, zum Beispiel im Jahr 1900 gab es, weil es eben noch Währung war, 20 Milliarden Unzen Silber.
1950 10 Milliarden, 1980 5 Milliarden, also geförderte Unzen Silber. Und jetzt haben wir irgendwo 600, 700 Millionen, also noch nicht mal eine Milliarde Unzen Silbers komplett verbraucht worden. Durch die ganzen industriellen Applikationen wird es weiter verbraucht. Und das macht eigentlich früher oder später, auch ohne starke inflationäre Entwicklung, macht es einen Silberpreis von 100 durchaus sehr wahrscheinlich. Also ein attraktives Investment. Und unsere Philosophie ist ja, mit Hilfe von ausgewählten Gold, Aktien, Silberaktien, vielleicht auch Uranaktien, dementsprechend viel Silber noch kaufen zu können, um dann den Preis dieses vielen Silbers von 100 Dollar dann dementsprechend genießen zu können. Ja, ich hatte das Stichwort Explorationsaktien gesagt. Es ist so, die großen Produzenten laufen, haben kaum noch Gold und Silber. Ressourcen und sie müssen sich irgendwie besorgen. Und ich denke, sie werden auf diese Explorationsunternehmen zurückgreifen müssen. Die stecken das ab, beteiligen sich dann an der Übergabe an den Produzent oder lassen auch das wertmäßig hochsteigern. Die Investoren gehen rein. Und weil gerade Explorationsunternehmen so extremst unterbewertet worden sind und gleichzeitig ist, sage ich mal, der Supply Crunch, also das Material für die Produzenten läuft aus. Alles spricht für steigende Explorationsaktien. Das ist das möglicherweise wirklich das Investment Dekade aus meiner Sicht. Und deshalb sowas kaufen mit möglichst großen Ressourcen und Boden in einer möglichst attraktiven Umgebung, also in einem guten Rechtsgebiet, möglichst hohes Grillzahl von Gold. Und so weiter und so weiter, dürfte attraktiv sein. Hier sehen Sie ein Beispiel, die kanadische High-Grade-Gold-Aktien, Penny-Stocks-Aktie mit sehr großem Landbesitz bricht aus, ist allerdings noch ein frühes Stadium im Bereich der Exploration, hat auch nur 15 Millionen Marktkapitalisierung, aber einen riesigen Landbesitz, 815 Quadratkilometer. Im Schnitt wurden 4,3 Gramm pro Tonne festgestellt und einige Bohrlöcher haben sogar bis 105 Gramm pro Tonne gegeben. Das Attraktive daran ist das Rechtsgebiet Quebec, Kanada. Das ist doch ein anderes Gefühl, als das in Afrika oder Bolivien zu sitzen. So, und da ist einfach der Grundgedanke, wenn die ganzen Goldproduzenten, die Spekulanten, die Investoren, sie alle wollen dann diese Ressourcen im Boden kaufen. Und meiner Meinung nach geht dann diese Aktie, wie wir das bei diesen anderen ähnlichen Aktien auch hoffen, vermuten, dann eigentlich mindestens auf 1, wenn dann Gold Richtung 30 bis 50 geht und möglicherweise noch viel, viel höher, wie das die Vergangenheit gezeigt hat. Irgendwo ein Wert von 1 bis 10 könnte diese Aktie dann annehmen. Das kann genau keiner sagen, aber man will dabei sein. Ja, hier nochmal ein paar Aussagen zu dem Report. Also ich versuche genau diese Goldaktien zu identifizieren, nach Risiko zu identifizieren. Also die Aktie, die ich gerade gezeigt habe, war eine Gamble-Aktie. Da habe ich von dieser Art halt mehrere identifiziert. Dann habe ich noch eine Sparte High Risk und moderates Risiko. Und so nach Risikoneigung können Sie den attraktivsten Goldaktien kaufen. Ich habe, sage ich mal, so einen versteckten Link auch noch dabei, den ich versuche täglich abzudaten. Und da sehen Sie dann durch die Hervorheben der einzelnen Aktie, was im Augenblick besonders attraktiv erscheint. Das Ganze gibt es für ein Jahr. Zusätzlich dabei ist auch noch eine Exit-Strategie. Also ich sammle da mehr oder weniger Zukunftsaktien oder stabile einkommensproduzierende Aktien. Aber im Grunde genommen nur in Anführungsstrichen ein Konzept zu haben, falls wir umsteigen müssen, aufsteigen müssen, dass wir was haben. Ne? Sage ich mal, Hype-Aktien oder so wie Tesla oder Google sind natürlich nicht dabei, sondern wirtschaftliche Unternehmen und natürlich versuchen, einige Zukunftstrends damit beizumischen, um, sage ich mal, im nächsten Boom, Technologieboom, der nach dieser Inflationskrise mit Sicherheit kommt, gut dabei zu sein. Ja, dann weiter finden Sie unten im Video noch einige nützliche Informationen. Also, welchen Broker können Sie arbeiten in der EU, welchen Broker in der Schweiz, wo Edelmetalle einlagern in der Schweiz oder Liechtenstein. Dann noch eine gute Chartsübersicht, wo Sie wirklich auch Langfristcharts sich anzeigen lassen können. Das findet man auch nicht überall.
Goldaktienindex-Charts finden Sie da, denn Goldaktien-Gold-Ratio, auch ein Buch über Goldaktienbewertung, wo kauft man Edelmetalle am günstigsten. Weitere internationale Goldaktienseiten wie COCA, sage ich mal, das ist einer der Standard-Diskussionsforum in Kanada. Ja, und dann noch einfach Kontakt zu guten Statisten. Ja, ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.